Wenn ich drauf fahre, dann fahre ich halt drauf. Das ist dann halt die Scheiße. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, ich als erstes Fahrzeug mit einer Pressure Plate fahre. Wer sucht, der findet. Wer drauf tritt, verschwindet sozusagen. Operation Trilana, die 48-Stunden-Geschichte. Es geht im Wesentlichen darum, Bewegungen der terroristischen Gruppierungen aufzuklären. Der MSA Elephant, kann man sagen, das ist so Steinbüße, also mit diesen spitzen Steinen, die uns ständig die Reifen aufspitzen. Wir sollen ab morgen 4 Uhr im Raum sein. Rückkehrzeit, Sonntag früh 0500. Die UN macht jetzt hier die nächsten anderthalb Wochen eine große Operation im Großraum Mali. Und die Deutschen haben eine Obstbox in Westlich-Gao bekommen. Und dort werden in den kommenden Tagen viele Aufklärungskräfte unterwegs sein. Und wir machen eben wir stellen die Force Protection sicher. Also ich sag mal, ein Wochenende verbringt man überall schöner als in der Wüste in Mali. Müssen wir mal schauen, ob wir halt so hinfahren und auch wieder so zurückkommen, dass da nichts passiert. Ne? Und sonst. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, ich als erstes Fahrzeug mit dem Kai gemeinsam hier auf eine Pressure Plate fahren. Das ist eigentlich das Beschissene, was passiert. Ich bin zwar nur Kraftfahrer, aber ich muss da die ganze Zeit davon auch hellwach sein, weil ich bin halt der auch kratzt. Wenn ich drauf fahre, dann fahre ich halt drauf. Das ist dann halt die Scheiße. Wer sucht, der findet. Wer drauf tritt, verschwindet sozusagen. Jetzt geht's hoch ans Fahrzeug und dann machen wir Ausbildung. Reifen wechseln und VP-Check. Zu den Autos! Wir fahren jetzt zur Westerweiterung vom Camp und machen dort zwei Ausbildungen. Einmal durch den GEC gestellt, im Gelände einen Reifenwechsel, weil das hier öfter passiert, dass mal ein Reifen platt wird und dass wir den wechseln müssen. Des Weiteren machen sie auch noch so einen DP-Check. Das wird dann angeleitet von den IOD-Kräften. Also wie kann man zum Beispiel bestimmte Geländeabschnitte, Brücken oder sonstige Sachen halt clearen, um dort der ID-Gefahr halt aus dem Weg zu gehen. Alles das, was ihr hier seht, ist das Equipment, was die Infanteriegruppe oder die Truppen, die draußen sind, zur Verfügung haben. Abzuwagen, Bodenmarkierungsspray, wenn ihr das nicht habt, ich empfehle es immer jeden mitzunehmen. Was kann man damit machen? Wenn ihr irgendwelche Wege absucht oder sonst irgendwas oder irgendwas findet, was sich ein anderer nochmal anschauen soll, dann ist es der Grundsatz, markieren, melden, abhauen. Ne? Absuche von Bewegungsachsen. Wie suche ich was ab? So eine Straße in der V-Formation. Genau, eine V-Formation. Wie viele Leute brauche ich dafür? Im Optimalfall 7. Braucht Minimum 3, um irgendwie einen V zu stellen. Wegsucher, Randsucher, Außensucher. Er spielt das einfach mal so durch, wie ihr das könnt. Wir fahren hier über die Kreuzung. Und die nächste Kreuzung, die dann kommt, hier ungefähr auf der Höhe von dem Wasser-LKW ist, die werden wir dann nutzen als VP. Ja, auch wenn da jetzt nichts groß ist, wir nehmen das mal an. Einfach nur, um das Verfahren an sich mal nochmal durchzusprechen. Wir machen jetzt den ersten Durchgang im VP-Check. Jetzt haben wir kurze Koordinierung gemacht, wer was macht, wer Außensucher ist, wer Randsucher ist, wer den ganzen Spaß führt. Und mit Weste machen wir fertig und dann machen wir mal unseren VP die Straße entlang. Ja, ist halt Training. Ne? Okay. Ist nicht schlecht, dass man es mal wieder macht. Wenn da irgendwo ein IED liegen würde, dann würde man hier eventuell Verdrahtungen sehen oder irgendwas, vielleicht ist an der Seite angebracht, also verbuddeltes IED, so dass es reinwirkt in die Straße, dass in der Form man irgendwo Grab, also so Spuren sieht, wo jemand es verbracht hat. Das Coole an der ganzen Ausbildung da jetzt, ist, dass wir das in echt auch machen. Also wenn es draußen passiert, dann sind wir ja erstes Fahrzeug. Das heißt, wir dürfen den Scheiß machen.
So, was haben wir jetzt hier für einen Untergrund? Der Untergrund an sich ist ja relativ stabil. Ja? Wenn ich jetzt hier anfasse, haben wir ein bisschen Sandbrocken drin, feste Auflagepunkte. Von daher reicht das völlig aus. Dann nehme ich den Wagen hier, einfach an den Achskörper ran, fertig. So, dann fangen wir mal an zu pumpen. Hast du das so gelöst? Schlagschrauber? Nö, ich meine jetzt hier mit dem normalen Bordwechsel. Ja, wenn du eine Verlängerung hast, die wollen nicht. Probier's doch. Leg dich drauf. Was machst du denn? Das ist die Sonne mal. Wie auch hier müsst ihr. Wer kann denn? Los! Nein! Das sind jetzt 600 Newtonmeter, ne? Jetzt stellt euch vor, ihr habt jetzt noch den Helm auf, die Weste auf, ja, alles drum und dran. Das ist unsere Arbeit, was wir machen. Aber wir haben auch ein paar Sachen dabei, die uns das Leben erleichtern. So, wir sind jetzt hier fertig für heute mit der Ausbildung. Die Jungs sind soweit gebrieft. Wir haben denen unsere Standardarbeitsweise erklärt, dass sie auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn irgendwas ist, dass sie uns unterstützen können. Die zweite Nacht wird hart, weil ich sag mal, bei dem Wetter, ich sag, in Estland waren wir ja ziemlich viel draußen, haben wir viel draußen geschlafen. Da war das halt noch ein gemäßigtes Klima. Und jetzt hier, mit diesem, wenn es wirklich wieder scheiße heiß wird, über den Tag die ganze Nacht, dann kühlt es jetzt in der Nacht auch nicht unbedingt zu ab. Dann auch die ganzen Insekten, die jetzt, wo man einfach spürbar merkt, jetzt, wenn man draußen in der Nacht ist, kaum macht man Licht an, dann hast du hier 1000 Viecher in der Luft. Zwei Nächte in der Wüste draußen. Ja. Ist nicht das Angenehmste, aber das habe ich schon mal gesagt. Ja. Wird schon werden. Wir machen unseren Auftrag, kommen wieder rein und dann ist alles gut. Gut, also ich habe meinen Befehl gegeben, die Gruppenführer haben den inzwischen runtergebrochen und wiederum ihren Befehl an die Männer gegeben. Im Moment läuft die Vorbereitung, aber für mich ist abgeschlossen. Tja, die Folge ist jetzt vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.